Die neue Woche hat begonnen und sie ist sich in manchen Punkten schon mal treu geblieben mit den Verhaltensweisen, die wir vorher auch schon im Markt gesehen haben. Gucken wir mal zunächst auf den DAX. Dort sehen wir im 15-Minuten-Index, ja, dass wir weiterhin starke Bewegungen lieben, auch wenn die Richtung immer noch nicht so ganz klar zu sein scheint. Insgesamt kann man sagen, im 15-Minuten-Chart ist zumindest mal, das ist mal ein gutes Zeichen, die letzte dynamische Bewegung nach oben. Eigentlich könnte man jetzt schon sagen, naja, aber wackelig nach unten, Long Trigger auf dieser Stelle. Ja, tatsächlich finde ich das gar nicht so doof. Ob es kommt, ob der Markt diese Marke triggert, ist das eine. Und ob der Markt dann weit läuft, ist das andere. Das Entscheidende ist aber, dass das Risiko natürlich bei so einer Marke, also wenn wir das als einen Einstieg nehmen, hier ist unser Tief aktuell, beziehungsweise ja, eine mögliche Stop-Marke, so mehr oder weniger. Und das ist unsere Erwartungshaltung, dass sich das fortsetzt und damit ja auch das bullische Moment angetrieben wird. Da sieht man schon, naja, wenn das die Stopweite ist, das die erwartete Zielweite, also die Chance-Risikorelation ist ja schon alleine dafür gut und man kann das durchaus machen. Die Trefferquote für solche Trades ist natürlich nicht riesig, so von wegen ist die jetzt 98% oder 99%, nein, überhaupt nicht, aber ich sag mal, ein ganz krasses Beispiel, selbst wenn die nur 50-50 ist, weil viele sagen, ja, ob es hochgeht oder runter, das ist eine 50-50-Entscheidung. Naja, aber selbst wenn es 50-50 wäre, dann mache ich bei zwei Trades, durchschnittlich natürlich, einmal so ein Minus, einmal so ein Gewinn. Ich glaube, da muss man nicht Mathematik studiert haben, um zu erkennen, dass das in der Summe immer noch nicht so schlecht wäre. Aber wie gesagt, das hängt auch davon ab, ob der Kurs tatsächlich diesen Dreh dann macht. Und im Moment, ja, werden wir das dann sehen, ob das dann tatsächlich noch kommt, ob der Kurs den Dreh hier hinbekommt und dahin wandert. Denn wir dürfen nicht vergessen, übergeordnet ist das ja noch nicht ganz so toll. Die letzte Bewegung hier ist ja doch durchaus scharf nach unten und da sind wir doch wackelig nach oben. Wäre das nicht eine Möglichkeit, hier nach unten zu triggern, beziehungsweise scharf nach unten? Und naja, da müssen wir noch mal gucken, wie wir hier unterwegs sind, ob das so eine Kiste wird oder ob das schon so eine Kiste hätte sein sollen. Also es gibt durchaus noch Ideen für nach unten. Vielleicht ist das genau das Argument, warum der Markt im Moment nicht so richtig klar aus dem Pushen kommt, weil er sich jetzt im Moment beinstellt, dadurch, dass zu viele steile Bewegungen in die eine, steile in die andere. Was ich immer mag, ist die eine Seite stark, die andere Seite schwach. Und was ich nicht mag ist, ja, ja, da gehen wir mal steil hoch. Nee, nee, da gehen wir mal steil runter. Haha, hoch. Nein, nein, steil runter. Nein, nein, steil hoch. Nein, nein, steil runter. Nein, steil hoch. Also was ich schon gerne hätte, ist in so einer Situation, dass wir irgendwie was Kurswackeliges zwischendurch mal kriegen. Stichwort ist dieses, ich weiß, wackelig ist, klingt nicht sehr professionell, aber es gibt die Situation schön wieder. Also irgendwas, was so aussieht, beispielsweise mit Kursüberlappung oder zumindest dreiwellig, aber eben nicht diese Einwelligkeiten, die wir da teilweise in den Bewegungen haben. So, aber blicken wir nochmal einmal auf den Dow Jones und auf den, ja, generell auf den amerikanischen Markt. Fangen wir mit dem Dow Jones mal an, machen wir es uns mal leicht. Dann sehen wir, dass wir hier unsere typische Looney Hour, also zu Beginn mal schnell eine Bewegung in die eine, dann gleich wieder kaputt gemacht. Das gibt es hier auch. Hier seht ihr übrigens nochmal hier im 5-Minuten-Chart beim Dow Jones Future diese Schubseite, die wackelige Seite. Dann könnt ihr die beiden unterscheiden. Wenn ihr das hinkriegt, sagt, okay, das ist doch wackelig hier. Ja, ich mache es nochmal raus, dann könnt ihr es auch nochmal nackig angucken. Wenn der Kurs so ein Zwischenhoch hier durchstößt, sowas hier zum Beispiel, dann ist die Chance, dass wir das nochmal bekommen. Das kann auch mehr sein, aber dass wir das nochmal bekommen, halt relativ deutlich da. Natürlich in einem Fortsetzungstrade lässt das dann wieder nach, was die Zielleiter angeht, aber ich sag mal, das grundsätzliche Prinzip, was man immer im Hinterkopf behalten sollte, was ist die starke Seite, dann eine wackelige Gegenseite, dass ich das erstmal zumindest nochmal realistisch fortsetzen kann. Also ich will damit jetzt nicht andeuten, jeder Trade, den ihr auf diese Art und Weise macht, ist positiv. Ich kann euch versprechen, das ist bei mir auch nicht so, aber die Chance-Risikorelation im Zusammenhang mit den Trefferquoten sind hinreichend gut, dass man eine Menge Spaß mit dem Ding haben kann. Also insofern die Überlegung nicht so schlecht. Was das angeht, aktuell letzter Schub nach unten. Ihr könnt euch ausmalen, mit was ich hier rechne, wenn der Kurs mal wackelig die Gegenrichtung bekommt. Der Dow Jones war relativ deutlich. Er hier, ihr seht das, ich mache mal auf Minutenchart. Der ist noch völlig in der Sortierphase hier. Wir sehen sehr steile Flanken hoch und runter im Minutenchart sogar. Das ist ziemlich,
unsortiertes Gewurstel, was er hier eben fortführt. Wir sehen das Schub, Schub, Schub. Na, hier ist nicht so schubig gewesen. Da konnte man sich schon überlegen, die Abwärtsseite. Nur, das muss ich vielleicht dazu sagen, wenn man jetzt sagt, ah, ist doch cool, letzte hoch, vorletzte hoch, das da, hätte hier auch funktioniert. Aber das hier ist ja kaputt gemacht worden, dadurch, dass der so stark nach oben gegangen ist. Also über die 78er, das können wir auch professionell einzeichnen, mag ich das eigentlich dann nicht mehr gehen sehen. Das heißt, wenn er da drüber geht, dann ist das für mich auch kein Abwärtstrigger. Auch wenn das in diesem konkreten Fall sogar noch geholfen hätte. Aber vielleicht stelle ich mich da auch einfach nur doof an. Aber das mal als Idee. Der Markt also im Moment noch sehr unsortiert. Unsortiert ist ein klassisches Zeichen für Korrektur, wenn er kurzzeitig unsortiert ist. Dann wird er wohl in dieser etwas übergeordneten eher noch in der Korrektur sein. Sprich, wir sind hier in der Korrektur. Das heißt, wir können gespannt sein, ob sich das tatsächlich noch so auflöst im Sinne von A, B, C und dann nochmal weiter. Ich würde das auf jeden Fall im Petto halten als eine sinnvolle, eine machbare Gangart, die der Markt hier gehen kann. So, also in diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute. Toi, toi, toi für eure Marktentscheidung. Wenn ihr mehr Input haben wollt, wenn ihr mehr auch Intraday solche Informationen mal haben wollt, meldet euch an für Born for Trading. Da kriegt ihr diese Informationen aufs Smartphone geschickt. Wenn ihr einen konkreten Handels- oder Trade mit unseren ganz konkreten Marken auch haben wollt, hier in schriftlicher Form beispielsweise, wo man das gut nachvollziehen kann, dann meldet euch an für den Trade des Tages. Da stellen wir immer wieder Situationen vor. Ich bin mir nicht sicher, ob es heute schon kommt, aber ich glaube, Microsoft steht auf jeden Fall auf unserer möglichen Liste für einen der nächsten und Apple ebenso. Und da waren noch ein paar andere nicht ganz so schlechte Namen. Also meldet euch rechtzeitig an, damit ihr dann auch die entsprechende Information bekommt. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute und liebe Grüße.